Guten Tag, der Klett-Cotta-Blog ist heute wieder bei Klett-Cotta. Neben mir sitzt Sven Felix Kellerhoff. Guten Tag, Herr Kellerhoff. Guten Tag. Sie kommen aus Stuttgart, Sie haben Zeitgeschichte studiert, unter anderem an der FU in Berlin, alte Geschichte und Medienrecht. Nach verschiedenen journalistischen Stationen sind Sie heute leitender Redakteur für Zeit- und Kulturgeschichte der Welt und Sie sind Autor zahlreicher historischer Sachbücher. Und 2012 haben Sie den Ehrenpreis der Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen erhalten. Ja. So. Herr Kellerhoff, nach Ihrem Band Mein Kampf, also über das Buch von Hitler, die Karriere eines deutschen Buches ist 2015 bei Klett-Cotta erschienen, ist jetzt Ihr Band Die NSDAP, gerade bei Klett-Cotta erschienen. Die Bücher über Hitler, das Ende der Weimarer Republik und das Dritte Reich füllen ganze Bibliotheken. Und auf dem Blog habe ich im Lesebericht geschrieben, es kommen immer berechtigterweise neue Untersuchungen dazu, die die Mosaiksteine etwas verschieben, neue Interpretationen vorlegen und diese dunkle Epoche immer besser verständlich werden lassen. Welche Lücke wollen Sie mit Ihrem Buch füllen? Erstaunlicherweise gab es bisher noch überhaupt keine allgemeine Geschichte der NSDAP. Als ich 1990 mein erstes Seminar machte und das Thema übertragen bekam, Machtergreifung, bin ich in die Bibliothek gelaufen und habe dann geschaut, wo ist denn die Geschichte der NSDAP? Ich habe damals kein Glück gehabt und ich habe auch im Jahr 2015, als ich mich das letzte Mal davon überzeugt habe, kein Glück gehabt. Es gibt eine orthodox-marxistische Geschichte der NSDAP von 1981, das ist nicht das, was man in der heutigen Zeit an geschichtswissenschaftlichen Werken braucht. Und dann habe ich mir Gedanken gemacht, zusammen mit dem Verantwortlichen hier bei Klett-Cotta, Christoph Selzer, wie wir das vielleicht ändern können, eine allgemeine Geschichte der NSDAP zu machen. Und dann ist mir relativ schnell klar geworden, warum es ein solches Buch bisher nicht gab. Es gibt nämlich sehr viele, nämlich viel zu viele Quellen und es war sehr, sehr schwierig, einen Zugang zu gewinnen, mit dem man ein solches Thema in einer Art und Weise aufarbeiten kann, dass es mehr ist als beispielsweise nur eine verkappte Hitler-Biografie, denn natürlich ist Hitler die dominierende Figur der NSDAP. Und deshalb war ich sehr froh, dass ich einen Bestand von knapp 600 Berichten von NSDAP-Mitgliedern aus dem Jahr 1934 gefunden habe in der Stanford University, Hoover Institution, die 1934 beschrieben haben, warum sie Nazis geworden sind. Und das ist der Kern dieses Buches, ergänzt um sehr viel Aktenmaterial aus sechs verschiedenen Regionen Deutschlands, um sozusagen sich nicht zu beschränken auf diese 600 Berichte. Hitler nutzte das Kürzel NSDAP schon 1920 bei seiner Rede in Rosenheim. Auf dem Umschlag Ihres Buches steht, Sie beschreiben die Karriere jener Bewegung, ohne die Hitler niemals zum mächtigsten Mann Deutschlands geworden wäre. Hätte da nicht eigentlich stehen müssen, eine Bewegung, die ohne Hitler nichts geworden wäre? Beides gilt. Sowohl Hitler war unabdingbar für den Erfolg der NSDAP, wie eben auch die Mitglieder der NSDAP, denn eine Partei ist ja nichts als ihre Mitglieder, als das Kollektiv ihrer Mitglieder, genau wie ohne die NSDAP und ohne ihre Mitglieder Hitler nichts geworden wäre. Es geht vor allem darum, dieses enorme persönliche Engagement von Hunderttausenden Deutschen, später dann Millionen Deutschen, zu erklären, die alles gegeben haben für den Erfolg dieser Ideologie, dieses Hasspredigers. Und es ist ja durchaus nicht so, dass das nur Hitler und ein paar wenige Leute aus seiner Entourage gewesen wären. Das ist runtergebrochen bis ins kleinste Dorf. Ab 1930 ist nahezu kein Dorf in Deutschland ohne eine eigene Ortsgruppe der NSDAP oder wenigstens einen Stützpunkt, einen sogenannten. Das heißt, es gibt Menschen, die sich dafür engagieren, die auch ihren letzten Pfennig ausgeben, und zwar im buchstäblichen Sinne. Ich habe Quellen gefunden, in denen Menschen erzählen, wie sie tatsächlich ihr Taschengeld in die Partei gesteckt haben. Die Partei, die NSDAP, ist finanziert worden, nicht von der Großindustrie oder irgendwelchen dunklen Gestalten oder Henry Ford, wie man immer noch gelegentlich hört. Nein, sie ist finanziert worden von den Mitgliedern, die Eintrittsveranstaltungen gegeben haben, die sich ihre eine Reichsmark Monatsbeitrag buchstäblich vom Munde abgespart haben, die Haushaltsgeld zurückgelegt haben, die Ehefrauen für ihre Ehemänner, damit die Ehemänner SA-Uniformteile kaufen konnten. Nur wenn man dieses enorme Engagement von sehr, sehr vielen Menschen, die zur NSDAP gehört haben, erklären kann, dann kommt man dem Rätsel näher, warum die NSDAP Erfolg haben konnte, und kommt vor allem der Lösung dieses Rätsels näher.
Wie entstand eigentlich der Kult um seine Person? Wann kann man dessen erste Anfänge beobachten? Der Personenkult ist einer Partei wie der NSDAP eingeschrieben. Das ist bereits seit 1920 der Fall. Das ist auch gar nicht überraschend, weil bei totalitären populistischen Parteien in der Regel ein Personenkult vorherrscht. Und wir haben natürlich in Deutschland nach dem Ersten Weltkrieg auch sofort zum Beispiel die Freikorps, die oft eben auch nach ihrem Anführer benannt werden. Das ist auch eine kleinere Form von Personenkult. Also man kann die NSDAP nicht denken ohne die Person Adolf Hitler, aber eben umgekehrt kann man Adolf Hitler nicht denken ohne die NSDAP. In Ihrem Kapitel vor Hitler steht ein Abschnitt völkischer Antisemitismus. Sie sagen auch, er sei, ich zitiere mal, in Bayern wie in ganz Deutschland seit dem letzten Viertel des 19. Jahrhunderts stets präsent gewesen und er wurde nun massentauglich. Über diesen Punkt würde ich gern mehr erfahren. Wie konnte es passieren, dass der Hass auf die Juden, zum Beispiel in der Äußerung von Deutsch-Völkischen Schutz- und Trutzbund, so erfolgreich in Szene gesetzt werden konnte? Die Juden sind tatsächlich ein optimaler Sündenbock. Sie sind eine kleine Minderheit. Es waren nie mehr als wenige Prozent der deutschen Bevölkerung. Sie haben auch schon in der Zeit der Emanzipation und vor Beginn des Aufkommens des völkischen Antisemitismus oft durchaus separiert gelebt. Sie haben durchaus in speziellen Berufen agiert. Damit sind sie sozusagen fast das natürliche Ziel jeder völkischen ethnischen Feindschaft. Hinzu kam, dass es natürlich über den Antijudaismus, den christlichen Antijudaismus, der etwas anderes ist als der völkische Antisemitismus, der rassistische Antisemitismus, auch schon eine Geschichte der Ausgrenzung hinter sich hatten. Wir kennen Begriffe wie Ghetto. Und prädestinierte sie sozusagen als Sündenböcke. Und vor allem im Ersten Weltkrieg ist das ganz massiv geworden. Aber man sollte es nicht unterschätzen. Schon 1878 sind antisemitische Parteien, die sich so genannt haben, in den Reichstag gewählt worden mit zunächst 3 Abgeordneten. Maximal hatten sie in verschiedenen Konstellationen 14 Abgeordnete. Das ist jetzt nicht so viel bei 395 Reichstagsabgeordneten. Aber es ist durchaus eine bedenkenerregende Entwicklung gewesen, die sich im Ersten Weltkrieg dann massiv zugespitzt hat, als sehr viele Deutsche, nicht jüdische Deutsche, plötzlich nach einem Grund suchten und auch nach einem Schuldigen für das, was im Ersten Weltkrieg alles schiefgegangen war. Wie reagierten die anderen Parteien in Weimar auf die Aktionen und auch auf die gewaltsamen Aktionen der NSDAP, die erste Weimarer Koalition SPD, Zentrum und DDP? Sie haben jedenfalls nicht entschieden genug reagiert. Es gab zu allen Zeiten rechtliche Möglichkeiten, der NSDAP entgegenzutreten. 1922 wird in München darüber diskutiert vom damaligen bayerischen Innenminister, ob man Hitler nicht einfach ausweisen soll. Hitler hat zu diesem Zeitpunkt, wie diesem Innenminister bekannt ist, einen österreichischen Pass. Er reist auch mit diesem Pass nach Österreich, auch in die Schweiz. Viel weiter ist er nicht gekommen in andere Länder. Und er sagt dann einfach, sollen sich doch die Österreicher mit diesem Problem herumschlagen, entweder die Wiener oder die Linzer. Denn aus Linz ist dieser Pass ausgestellt. Und er hat damals leider nicht die Zustimmung aller Parteien gewonnen. Eigentlich die meisten Parteien waren seiner Meinung, aber ausgerechnet Erhard Auer, Sozialdemokrat, Vorsitzender der SPD in Bayern, hat sich dagegen ausgesprochen und er hat sinngemäß gesagt, Hitler sei doch nur eine komische Figur und wenn die deutsche Arbeiterklasse anfinge, gegen ihn mal richtig loszulegen, dann würde er sofort im Orkus der Geschichte verschwinden. Wir wissen, dass das nicht so eingetreten ist. Es gibt auch keinen Grund für Häme gegenüber diesem falschen Urteil von Erhard Auer. Er hat dann später im KZ Dachau gesessen und ist an den Folgen der Haft gestorben. War die Zersplitterung der Parteienlandschaft in Weimar ein günstiger Boden, auf dem die demokratiefeindliche NSDAP gedeihen konnte? Ganz sicher war die Zersplitterung der Parteienlandschaft in der Weimarer Republik eine Mitursache für die Möglichkeit des Aufstiegs der NSDAP. Denn Hitler ist es ja gerade gelungen, die traditionell zersplitterte rechtsextreme Landschaft hinter sich zu vereinen. Und zwar zweimal. Einmal im Herbst 1923 bis zum Hitlerputsch und dann ab 1930 wieder. Und in genau diesen beiden Zeiten, in denen die NSDAP stark war, war es so, dass die anderen Parteien leider Schwäche gezeigt haben. Wir sollten daraus verschiedene Dinge lernen. Erstens ist so eine 5%-Hürde, wie wir sie haben, absolut sinnvoll. Zweitens müssen Parteien eben es aushalten, interne Konflikte zu haben. Und man sollte nicht sich darauf konzentrieren,
nur einzelne Partikularinteressen zu vertreten. Im Grunde genommen sind die Parteien gut, die einen wesentlichen Teil der inhaltlichen Auseinandersetzung innerhalb der eigenen Organisation ausführen. Wo es also linke Flügel, rechte Flügel, ökologische Flügel oder mehr pragmatische Flügel oder was auch immer gibt, das ist ein ganz wesentliches Element der Demokratie. Und erst dann, wenn sich die Partei sozusagen eine Meinung gebildet hat über ihre Experten, erst dann ist es eine Frage fürs Parlament. Jetzt würde ich Sie am liebsten fragen, was die Schülern sagen würden, ob man aus dieser Zeit etwas lernen kann. Man kann auf jeden Fall aus dieser Zeit etwas lernen. Ich gehe gerne in Schulen, halte dort Vorträge, auch mit dem Buch Die NSDAP. Und ich habe dann immer mehrere Botschaften, die ich ganz kurz zusammenfassen kann. Die erste ist natürlich, wer einfache Lösungen für komplexe Probleme verspricht, lügt immer. Und die zweite ist, Gemeinschaftsgefühl einzufordern und Gemeinschaft zu fördern ist gut, aber es darf nicht geschehen um den Preis der Ausgrenzung von Minderheiten. Eine weitere Botschaft ist, Hass ist unbedingt zu vermeiden. Und eine vierte Botschaft, die auch für all diejenigen gilt, die möglicherweise totalitäre rechts- oder linkspopulistische Parteien bekämpfen möchten, ist auch ganz wichtig. Keine Gewalt. Der NSDAP hat die Gewalt der Kommunisten sehr genutzt, denn auf diese Weise konnte sie sich zum Opfer stilisieren und konnte einer bürgerlichen Schicht, die anfangs sehr groß war, später dann immer mehr schrumpfte, signalisieren, dass sie die eigentliche Ordnungsmacht seien. Und das hat der NSDAP Wähler zugetrieben und die Folgen sind bekannt. Die Führung des Schutz- und Trutzbundes rieb sich in internen Streitigkeiten auf. Eine Gelegenheit für die NSDAP, Sie schreiben, Kompromisslosigkeit und Gewaltbereitschaft zu stärken oder auch, ich zitiere Sie, Rücksicht zu nehmen, egal auf wen, kam weder der Führung noch den Anhängern vor Ort in den Sinn. Ihre Schlussfolgerung, ich zitiere auch, gerade das machte die NSDAP attraktiv. Waren es aber die Parolen Ihrer Anhänger, die ihr weiteren Zulauf bescherten? Sie machen in Ihrem Verlauf Ihrer Studie konkrete Angaben über den Aufbau der Mitgliedschaft. In dieser Hinsicht war es zuerst keine Massenbewegung. Nein, die NSDAP hat klein begonnen, aber sie wirkt auf die Menschen in der besonderen Situation der 1920er Jahre attraktiv und zwar nicht zuletzt aufgrund eines Phänomens, das wir heute immer noch kennen. Demokratie und Meinungsbildung in einem demokratischen Prozess ist anstrengend. Und es ist sehr viel einfacher zu sagen, wir hauen mit der Faust auf den Tisch und entscheiden einfach. Und wir haben eine einfache Lösung, wir haben das Rezept. Das hören wir auch heute in etwas moderateren Worten immer wieder, auch in den gegenwärtig gesellschaftspolitisch besonders umstrittenen Fragen. Nur, es gibt für komplexe Probleme niemals einfache Lösungen und jeder, der das Gegenteil behauptet, lügt. Und das muss sozusagen ankommen in den Köpfen der Menschen, der Wähler. Es muss ein Grundmisstrauen gegenüber all den Menschen etabliert werden, die behaupten, sie hätten einfache Lösungen für komplexe Probleme. Die kann es nicht geben. Es ist anstrengend. Kompromisse müssen gemacht werden. Es müssen Interessen ausgeglichen werden. Denn wenn nicht Interessen ausgeglichen werden, sondern wenn irgendjemand durchsetzt per Ordre de Mufti oder per Führerbefehl, was getan wird, dann wird es immer Menschen geben, die hinten runterfallen und zwar in großer Zahl. Und dann ist man nicht weit weg von der Diktatur, denn diese Menschen werden dann tendenziell sich dagegen wehren und sie werden dann, wenn das entsprechende Regime oder Regierung das natürlich nicht möchte, unterdrückt werden. Die Regierungen in den Ländern betrachteten die mit Sorge die Gewaltaktion der NSDAP. Tarnorganisationen wie die Großdeutsche Arbeiterpartei wurde am 10. Januar 1923 vom preußischen Innenminister verboten. Wie Pilze wuchsen neue Organisationen aus dem Boden. Die Justiz konnte in der Weimarer Republik der NSDAP im Endeffekt doch nicht so viel entgegensetzen. Sie hätte es gekonnt. Sie hätte es gekonnt, wenn man mehr auf die Substanz und weniger auf wirklich rein oberflächliche Formalitäten geachtet hätte. Beispiel: Die Berliner NSDAP war, wenn auch nur für das Stadtgebiet Berlin, seit Mai 1927 verboten. Sie war nicht für das Gebiet von Preußen verboten. Sie konnte also einfach aus den Stadtgrenzen von Berlin hinausgehen und dort ihre Versammlung machen. Das war schon mal der erste Fehler. Man kann natürlich nicht eine Partei auf einem Stadtgebiet verbieten und dann davon ausgehen, dass sie sich damit sozusagen zufrieden gebe. Und der zweite Fehler war, dass man eine ganz offen antidemokratische, brutale, aggressive Partei hatte. Und dann sagte man,
für die Reichstagswahl im Mai 1928. Da müssen wir das Verbot aber wieder aufheben, damit sie die Chancen haben, gleichberechtigt am Wahlkampf teilzunehmen. Und da fragt man sich dann doch, warum haben Juristen diese Entscheidung getroffen? Sie hatten die Partei verboten und es war klar nach wirklich mehreren Erfahrungen, dass sie nicht interessiert ist an einem normalen demokratischen Auseinandersetzung. Und dann gibt es für mich auch keinen Grund, eine solche Partei wieder zuzulassen. Ein anderes Beispiel, Ende 1932 hatte sich die NSDAP, längst stärkste Partei in Deutschland, beinahe zu Tode gesiegt. Durch Hitlers Kompromisslosigkeit und durch sein Festhalten an der Maximalforderung, Reichskanzler werden zu wollen und eben nicht in eine Koalition einzutreten und übrigens auch nicht Reichskanzler einer parlamentarischen Regierung zu werden, sondern einer Regierung mit außerordentlichen Machtbefugnissen nach Artikel 48 Reichsverfassung. Nachdem dieses wirklich dreimal nicht eingetreten war, dreimal hatte die NSDAP die Chance, in die Reichsregierung zu gehen und Hitler hat jeweils abgelehnt, weil er nicht die volle Macht bekommen hätte, da war die NSDAP faktisch am Ende. Sie war finanziell geschlagen, sie war intern zerstritten, Hitler stand kurz vor dem Selbstmord, Ende November 1932. Und was passiert dann? Da gibt es eine Intrige und ein Politiker, der eigentlich zu Recht vergessen wäre, Franz von Papen, versuchte, sich die NSDAP zu engagieren, wie er das nannte. Und er merkte gar nicht, dass er im Grunde genommen derjenige war, der engagiert wurde, nämlich vor allem mit seinem direkten Zugang zum damaligen Reichspräsidenten. Und dann kam 1933, am genau 29. Januar 1933, noch ein Gerücht hinzu, das einfach nicht bewusst gestreut worden war, sondern einfach in der erregten politischen Situation in Berlin an diesem Sonntag gewachsen war, nämlich die Reichswehrgarnison in Potsdam plane einen Putsch. Es gab überhaupt keinen Indiz dafür, aber dieses Gerücht hat letztendlich die letzten Hindernisse bei Hindenburg beseitigt, Hitler zum Reichskanzler mit besonderen Vollmachten zu ernennen. Und das hat er dann genutzt. Also da sind wirklich sehr viele Zufälle dabei. Und eigentlich zum Jahreswechsel 32-33 schien die NSDAP erledigt. 4 Wochen später war Hitler Reichskanzler. Hitlers Putsch im November 1923 war letzten Endes, darf ich das so sagen, ein Reklamekuh für die Partei. 2 Jahre später war die Partei mit Getöse zurück. Für die NSDAP war der Misserfolg des Putsches letzten Endes ein Erfolg. Das ist sicher richtig so. Hitler hatte sich vorgenommen, so etwas Ähnliches zu machen wie Mussolini mit dem Marsch auf Rom im Oktober 1922, ist damit komplett gescheitert. Aber es hat einen Mythos geboren. Es hat den Mythos der alten Kämpfer, der alten Garde geboren. Es hat Märtyrer geschaffen, die Erschossenen bei diesem Marsch. Und es ist fortan sozusagen das gemeinschaftsstiftende Ereignis der Partei. Jeder wollte entweder dabei sein oder wollte das tun, auch gerade die 584 oder viele der 584 Beiträger zu der Kollektion, die ich im Wesentlichen in den Mittelpunkt dieses Buches gestellt habe. Sie wollen nachweisen, dass sie eigentlich schon 1923 auf der Seite Hitlers gestanden hätten. Oder wenn sie zu jung waren, dann berichten sie davon, dass sie als Schüler bereits mit großem Interesse die Vorgänge 1923 verfolgt hätten. Oder wie wichtig das für ihre Entscheidung gewesen sei. Das ist so etwas wie der gemeinschaftsstiftende Gründungsmythos der NSDAP. Es ist letzten Endes ein fürchterlich dilettantischer, improvisierter Versuch gewesen, die Macht an sich zu reißen. Aber das war bei Mussolini auch nicht anders, nur bei ihm hat es geklappt. Im Zusammenhang mit einer Bemerkung über die Doktorarbeit von Ulrich von Hasselbach von 1931 sagen Sie, ich zitiere, das Besondere an Hitler war nicht seine Weltsicht selbst, sondern die Rücksichtslosigkeit und Energie, mit der er siegte. Das klingt so, als ob seine krusen Thesen weniger für seinen Erfolg verantwortlich waren. Hitlers Persönlichkeit ist die Ideologie absolut entscheidend. Der extreme, durch nichts zu übertreffende Judenhass und die Vorstellung, mit Krieg Lebensraum im Osten erobern zu müssen, waren für Hitler und die alten Mitglieder der NSDAP prägend. Und jetzt blende ich ganz kurz Ihr Buch über Hitlers Mein Kampf ein. Aber mit diesen Thesen konnte nicht die breite Wählerschaft gewonnen werden.
Das funktionierte nicht, denn diejenigen, die mit diesen Thesen, mit diesem Hass, mit dieser Hassbotschaft gewonnen werden konnten, die waren schon 1930 an Bord der NSDAP, aber das waren 20%, nicht mal 18,3%. Um also über diese 18,3% hinauszukommen, und zwar wesentlich hinauszukommen, musste Hitler ein anderes Angebot machen. Und das war das Angebot der kompromisslosen, rücksichtslosen Durchsetzung dessen, was die Partei für richtig hielt oder für richtig erklärte, im Gegensatz zu dem anstrengenden, langwierigen Prozess, der oft auch scheitert, der demokratischen Meinungsbildung. Das war in Deutschland schlecht angesehen, in den späten 20er, frühen 30er Jahren, auch natürlich bedingt durch Wirtschaftskrise, durch millionenfache Arbeitslosigkeit, durch Hunger. Anfang der 30er Jahre ist in Deutschland gehungert worden. Das können wir uns nicht mehr vorstellen. Wenn wir uns heute in einem satten und Gott sei Dank extrem wohlhabenden Land darüber aufregen, dass es auch Verwahrlosungen gibt, dann ist das zwar einerseits richtig, andererseits sind die Verhältnisse so etwas von unterschiedlich zum Bereich, sagen wir, 31, 32, dass es jedem, der die Geschichte kennt, der alte Zeitungen gelesen hat, Zeitzeugenberichte kennt, nur schüttelt. Zwei Fragen zur Präzisierung mit den Mitgliedern. Die Anhänger der Partei kamen aus allen Schichten. Wie kann das erklärt werden? Die NSDAP war die erste Volkspartei der deutschen Geschichte, das ist vollkommen korrekt. Die Partei hat unterschiedliche Angebote für unterschiedliche Wähler- und Mitgliedergruppen gemacht. Hitler hat das instinktiv gemacht. Er hat das nicht intellektuell reflektiert. Er war überhaupt ein Mensch, der intellektuell sehr wenig reflektiert hat. Aber sein Instinkt passte in die Zeit. Sie haben für Arbeiter entsprechende Angebote gemacht, genauso wie für Adlige. Die dann natürlich in viel geringerer Zahl. Sie haben Bürger angesprochen mit anderen Themen angeboten und manche Analytiker des Wahlsieges von 1930 der NSDAP, wo eben ein Sprung von 2,6 auf 18,3% gelang, haben eben auch damals schon festgestellt, dass diese Vielgestaltigkeit das Besondere der NSDAP sei. Sie erwähnen aber auch prominente Austritte, sozusagen Proteste, die aber im Endeffekt der Partei nicht geschadet haben. Interessanterweise gibt es eine extrem hohe Fluktuation bei der NSDAP, gerade in den 1920er Jahren. Und später haben natürlich, nachdem die Partei an der Macht war und diese Macht ständig ausbaute, sehr viele Leute versucht, das zu überdecken. Warum hat das der Partei nicht geschadet? Das ist in der Tat eine Frage, die schwierig zu beantworten ist. Mein Gefühl ist, dass es etwas mit der Bedeutung dieses Gemeinschaftsgefühls zu tun hat. Man wollte eben nicht nur Mitglied einer Partei sein, man wollte auch Mitglied dieser nationalsozialistischen Gemeinschaft sein. Und da hatte fast jeder irgendeinen Zacken in seiner Parteibiografie. Sei es, dass er mal sich angelegt hatte mit seinem Vorgesetzten, das ist ja ein sehr hierarchisches System, sei es, dass er ausgetreten war, sei es, dass er mal monatelang seine Mitgliedsbeiträge nicht bezahlen konnte. Und weil sehr viele Leute solche Zacken hatten, spielte das nicht die Rolle, die in einer überwiegend stringent zusammengesetzten Wähler- und Mitgliedschaft diese Rolle gespielt hätte. Ja. Noch einen Satz zur Zeit 32. Der rasante Aufstieg der NSDAP vom Ende 29 bis Mitte 32 von einer Kleinpartei zur stärksten politischen Kraft in Deutschland war, so schrieben Sie, eine Summe von Fehlern der demokratischen Parteien und von Reichspräsident Hindenburg. Waren die vorzeitigen Reichstagswahlen im September 1930 und im Juli 32 mit falschen Hoffnungen verknüpft? Ich glaube nicht, dass sie mit falschen Hoffnungen verknüpft waren, sondern es haben die Verantwortlichen für die Ausrufung dieser Reichstagswahlen einfach nicht vorstellen können, welche Folgen das hatte. Dabei hätten sie nur in die Länder schauen müssen, denn die NSDAP hatte in Kommunal- und Landtagswahlen eben starke Erfolge erzielt. Also rückblickend ist völlig klar, dass diese Gefahr bestand, aber zum Beispiel die SPD hat 1930 einen großen Fehler gemacht, indem sie das letzte von ihr geleitete Kabinett der Weimarer Republik unter Reichskanzler Hermann Müller hat scheitern lassen über ein wirklich kleines Problem, eine Frage der Berechnung der künftigen Beiträge zur Arbeitslosenversicherung. Das war ein Punkt, wo sich Funktionäre durchgesetzt haben und ihre Interessen durchgesetzt haben über der pragmatischen Linie des Reichskanzlers und gegenüber den Interessen des ganzen Volkes.
Und dann hat man den Wähler angerufen und der Wähler hat entschieden in einer Art und Weise, wie man das sich eigentlich nicht gewünscht hätte. Wenn das nicht passiert wäre, wenn die nächsten Reichstagswahlen erst regulär 1932 stattgefunden hätten, es ist durchaus denkbar, dass die NSDAP dann bereits im Orkus der Geschichte verschwunden wäre, wenn sie nicht diesen Riesenerfolg 1930 erzielt hätte. Denn mit 2,6% im Reichstag war sie eine Splitterpartei. Da konnte Goebbels noch so viel brüllen, wie er wollte in Berlin. Und Hitler war ihm einfach kein Erfolgsgarant. Und das wurde er im Gefühl vieler Menschen nach dieser Septemberwahl. Bei den letzten Bundestagswahlen sind 94 und jetzt sind 92 Abgeordnete der AfD in ihrer Fraktion im Bundestag. Ist deren Wahlerfolg den bisher im Bundestag vertretenen Parteien anzulasten? Ganz sicher. Denn wenn radikale und populistische Parteien, die AfD ist eine solche, in ein Parlament kommen, dann muss es beim Wähler ein Gefühl des Defizits geben. Und Parteien haben die Aufgabe, Stimmungen in der Bevölkerung aufzugreifen. Sie haben auch die Aufgabe, diese zu moderieren, diese pragmatisch in konstruktive Politik umzulenken. Und wenn sie das nicht tun und wenn sie darauf keine Rücksicht nehmen, dann passiert eben sowas, dass eine komplett inkompetente und wirklich von ihrem Personal her erschütternd schlechte Partei wie die AfD in solcher Stärke in den Bundestag im Reichstagsgebäude einzieht. Die Fehler sind verschiedener Art. Es hat was damit zu tun, dass das Projekt Europa seit einigen Jahren lahmt, dass sehr viele Menschen nicht mehr nachvollziehen können, warum das tatsächlich der größte Erfolg und das größte Friedensprojekt des 20. Jahrhunderts und auch des 21. Jahrhunderts ist. Es hat natürlich auch etwas damit zu tun, dass es eine gefühlte Entfremdung zwischen der Regierungspolitik in Berlin und in den Hauptstädten der Bundesländer und den Menschen gibt. Und dann hat es selbstverständlich sehr viel zu tun mit der Flüchtlingskrise und den ungenügenden Antworten, die Spitzenpolitiker darauf geben. Es ist einfach nicht überzeugend, wenn eine Bundeskanzlerin sagt, 2015 dürfe sich nicht wiederholen, aber gleichzeitig sagt, sie wisse nicht, was sie hätte anders machen sollen. Das ist eine Diskrepanz, die stört jeden Menschen, der, egal wie intellektuell, wie intelligent er ist, weil es eben einfach nicht zusammenpasst. Und dann gibt es Menschen, die sich veralbert fühlen. Das ist nicht gut. In der Demokratie müssen wir jeden Menschen versuchen zu erklären, was Politik kann, was sie nicht kann, wo ihre Grenzen liegen. Aber wir müssen mit diesen Menschen reden und wir dürfen ihnen nicht zwei Dinge um die Ohren knallen. Es darf sich nicht wiederholen, aber ich habe nichts falsch gemacht. Das ist eine Diskrepanz, die erkennt jeder, dass es unglaubwürdig ist. Ich möchte Frau Merkel keinen Nachhilfeunterricht geben, aber andererseits, wenn überhaupt von ihr Erklärungen gekommen wären, da hätte man viele Erklärungen akzeptiert, es kam aber gar keine. Ich widerspreche Ihnen in dem Punkt nicht. Ich bin nicht glücklich mit der Art und Weise, wie über die Frage Flüchtlingspolitik kommuniziert worden ist. Ich behaupte nicht, dass ich eine Lösung hätte. Ich habe keine einfache Lösung. Es gab auch nicht den Versuch einer wirklichen Erklärung. Es gab tatsächlich jedenfalls zu wenig den Versuch einer wirklichen Erklärung. Und das ist in der Tat ein Mangel, den ich auch persönlich der Bundeskanzlerin, ich habe das auch schon geschrieben und veröffentlicht natürlich, den ich persönlich der Bundeskanzlerin anlaste. Was jetzt daraus wird, werden wir sehen. Wir erleben gerade Koalitionsverhandlungen, an deren Erfolg ich jedenfalls noch nicht glaube. Ja. Ist es Zufall, dass Ihr Buch mit der Geschichte der rechtsextremen und demokratiefeindlichen Nazi-Partei gerade jetzt erscheint? Es ist kein Zufall, dass dieses Buch gerade jetzt erscheint, denn ich habe mir vorgenommen, wenn ich einen Zugriff finde für dieses Thema, das zu machen. Es hat allerdings nichts mit den politischen Abläufen, die wir erleben, zu tun. Das Buch ist konzipiert worden grundsätzlich im Jahr 2014. Da redete von der AfD nach der Niederlage bei der Bundestagswahl 2013 eigentlich schon keiner mehr. Und es hat also tatsächlich mit dem Aufschwung des Rechtspopulismus in Deutschland oder auch beispielsweise in Amerika nichts direkt zu tun. Ich betrachte allerdings das schon als eine wichtige Aufgabe der Öffentlichkeit zu vermitteln, dass diese Grundbotschaft, es gibt keine einfachen Lösungen für komplexe Probleme, dass das in den Köpfen von mehr Menschen ankommt, als es heute angekommen ist. Ich habe am Schluss des Leseberichts geschrieben, den Anfängen wären, also doch. Auf jeden Fall den Anfang wehren. Wir müssen lernen, dass wir und erkennen, dass wir die Fehler, die beispielsweise 1922 gemacht worden sind, als Hitler nicht
ausgewiesen wurde aus Bayern, obwohl die rechtlichen Möglichkeiten bestanden hätten, dass wir diese Fehler nicht wiederholen. Ich bin auch nicht glücklich, sage ich ganz offen, mit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur NPD von Frühjahr 2017, weil ich das auch für nicht überzeugend halte, eine Partei, die eindeutig verfassungswidrig ist, nur deshalb nicht zu verbieten, weil sie gegenwärtig einflusslos zu sein scheint. Wir erleben, dass wir Rechtsextreme in anderen Parteien haben und dass diese Parteien möglicherweise von Rechtsextremen übernommen werden. Da wäre ein Signal des Bundesverfassungsgerichts, das sagt, verfassungswidrige Parteien werden verboten, sehr hilfreich gewesen. Ich bin nicht ganz glücklich damit. Vielen Dank, Herr Kellerhoff. Das Buch von Herrn Kellerhoff, die NSDAP, ist gerade bei Klett-Cotta erschienen. Vielen Dank.